Mit Gewürzen kann man die Lust auf die Liebe steigern. Haben Sie das gewusst? Im Orient beispielsweise hält man sich schon seit Jahrhunderten an die Gewürze und bereitet sich da auf die eine oder andere Liebesnacht vor. Die Ägypter, die haben es uns vorgemacht, dieses Rezept, was ich Ihnen heute zeigen möchte, ein Gewürzsud. Und man sagt den Gewürzen nach, und das ist das Tolle daran, dass sie auf den Körper und auf die Seele wirken. Das heißt, sie sorgen so für mehr Sinnlichkeit und einen sinnlicheren Ausdruck erstmal. Das können wir Frauen ja besonders gut brauchen, ne? Deswegen also aufgepasst. Erstmal brauchen Sie feurigen Chili, den können Sie schön klein schneiden, so eine Chilischote. Für manche ist die ja einfach nur ein Gewürz, aber für mich der kleinste Dildo der Welt. Auf jeden Fall braucht er keine Batterien und macht ganz schön scharf. Und das können wir Frauen ja besonders gut gebrauchen. Wo war ich stehen geblieben? Die Ägypter. Kleine Schniedel, aber immer spitz. Sogar ihre Häuser. Und weil sie noch keinen Eierlikör oder Mangerie hatten, um die Lust auf die Liebe zu steigern, mussten sie sich halt so einen Sud aus Chili, Safran und Brühwürfeln zubereiten, bevor sie ihre Mumien auswickelten. Solche aufgeilenden Gewürzmischungen erhöhen die Sinnlichkeit wirklich ungemein. Ich habe letztens selber in einer Wanne voll Maggi und Natren gebadet und war eine Woche lang rollig. Aber genutzt hat es trotzdem nichts. Gut, Sie können natürlich auch einfach Fick mich auf die Stirn schreiben und sich das ganze blöde Gekoche sparen. Ich sag immer, wie man's macht, ist eigentlich egal. Hauptsache, man wird zum Nachtisch genudelt.